So ist es. Ja, hier mal wieder Tamiya Stock Cars. Kennen wir eindeutig an der Geschwindigkeit. Was passiert denn da? Nix. Steht ABB drauf, aber innen drin flackert das Licht. Die Edrich-Traube ist eines der ersten in größter Stückzahl gebauten Flugzeugmodelle. Das Flugzeug war in einer Tragfläche, der Laufbetriebsraum. Es war in allen drei Achsen durch Flächenverbindung steuerbar. Das heißt, dieses Flugzeug verfügt über keinen Höhenruder oder Querruder, in dem sich nicht mehr alles kann. Es war die ganzen Flächen verbunden und hiermit das. Ja, da sehe ich hier noch einen Wasserflugzeug. Der Jörg Pfister hat sich heute noch dazu gesellt. Wenn ich das richtig erkenne, ist es. Und also zwei Leute streiten sich darum, wer die Drohne aus dem Konrad Elektronik mitnehmen darf. Bisschen komisch, oder? Suspekt.